Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. PDB ist gestern live gegangen, wir sind natürlich direkt wieder rauf, Leute. Die Hundegebieterin am Start und ich habe jetzt hier mal wieder ein Video für euch zusammengeschnippelt aus dem Stream. Wir gehen ein bisschen die Perks durch, die Fähigkeiten durch und dann gibt es natürlich noch zwei Gameplay-Runden. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Viel Spaß und Hundi ist auch dabei. Let's go! Könnt ja überlegen, auch mal die Aufnahme zu machen. Dann kann ich auf YouTube auch so einmal den Stuff zeigen halt, ne? Also, wenn der Hund einen Überlebenden gefangen hat, beginnt er mit Bringen. Die Bewegung des Überlebenden wird behindert, er leidet unter eingeschränkt und wird gelegentlich zur Hundegebieterin gezerrt. Der Überlebende kann sich befreien, indem er den Hund betäubt oder von einem anderen Überlebenden gerettet wird. Bring-Aktionen, die ohne Verletzung enden, machen den Überlebenden eingeschränkt. Die Dauer von Bring ist für Überlebende mit dem Statuseffekt Kondition verkürzt. Spezialfähigkeit Such. Mit dem Kommando Such wird der Hund zu einer. Der hat schon so. Wir haben auch das Kommando Such. Dann gibt es immer Leckers. Die sie. Ja, genau. Da gibt es immer Leckers, die musst du die suchen, ne? Aber jetzt nicht. Jetzt lese ich nur was vor. Sie möchte auch was suchen. Mit dem Kommando Such wird der Hund zu einer Zielposition geschickt, wodurch ein Suchpfad entsteht. Der Hundegespürradius vergrößert sich mit der zurückgelegten Entfernung. Überlebende, die diesen Radius betreten, sind von Hundegespür betroffen und werden vom Killerinstinkt enthüllt. Wenn die Hundegebieterin dem Suchpfad des Hundes folgt, steigert sich ihre Bewegungsgeschwindigkeit mit der Zeit. Sobald sie den Suchpfad verlässt, verliert sie den Bewegungsgeschwindigkeitsbonus wieder. Spezialeffekt Hundegespür. Gesunde Überlebende, die von Hundegespür betroffen sind, erleiden bei einer Verletzung eine tiefe Wunde. Letzte Überlebende, die von Hundegespür betroffen sind, kriechen langsamer, wenn sie in den Todesstatus versetzt werden. Das hat sie gehört, ja, die weiß genau, was hier los ist. Ihr muss nur ganz leise sagen. Lecker? Jetzt muss ich eigentlich auch was geben, oder? Das ist immer sonst gemein. Okay. Lass uns die Fähigkeiten anschauen. Ich zeige euch auch nochmal gleich die Fähigkeiten vom Survivor. Wie gesagt, ich finde es mega nice. Es gibt jetzt eine zweite Beschwörung, weil bisher gab es ja nur von Sable die eine. Deswegen, ich finde es mega cool, dass da jetzt nochmal ein bisschen was kommt. Hatten wir irgendwann schon mal auch im Stream drüber gequatscht, dass es mega nice wäre, wenn sie da nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oder du so ein Bild machen kannst, der darauf ausgelegt ist. Ist jetzt ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Also, dann haben wir hier alles erschütterndes Donnen. Alles erschütternder Donner. So rum, meine Güte. Wenn du aus einer gewissen Höhe gefallen bist, wird die Reichweite deines Sprungangriffs für 16 Sekunden um 75% vergrößert. Das Talent hat eine Abklingzeit von 5 Sekunden. Was bedeutet das? Du springst irgendwo auf The Game aus dem ersten Stock ins Erdgeschoss runter. Dann hast du mit deiner M1 eine höhere Reichweite um 75%. Das ist schon krass. Ich weiß gerade gar nicht, wie hoch das von Coup de Grâce. Könnten wir gleich mal als Vergleich uns anschauen sonst. Dann Geißelhaken, gezackter Kompass. Das ist auch mega nice. Zu Beginn der Prüfung werden bis zu 4 zufällige Haken in Geißelhaken verwandelt. Du siehst ihre Augen in weiß. Wenn ein Überlebender von einem Geißelhaken gerettet wird, wird dieser zu einem Geißel. Achso, von einem normalen Haken wird ein Geißelhaken. Und wenn du den an den Geißelhaken ranpackst, dann siehst du für 10 Sekunden lang die Aura des Generators, der am meisten Fortschritt hat. Das ist halt eine Möglichkeit, dass du dir jetzt mehr Geißelhaken auf der Map erstellen kannst durch diese Fähigkeit. Das ist eigentlich auch ziemlich nice, muss ich sagen. Ist halt die Frage, mit was will man das zusammenspielen? Wahrscheinlich dann ja eher mit Fluten des Zorns oder so, damit man Aura-Reading hat. Weil bei Pain Rest ist es ja so, das zählt ja eh nur einmal bei jedem Survivor. Und dann haben wir noch kein Quartier. Wenn ein Überlebender bei der Selbstheilung 75% Heilungsfortschritt erreicht hat, muss er immer wieder Fähigkeitschecks bestehen. Wenn einer dieser Fähigkeitschecks fehlschlägt oder die Heilung unterbrochen wird, leidet der Überlebende für 30 Sekunden unter dem Statuseffekt gebrochen. Das ist auch schon ziemlich nice. Also das gilt nur bei Selbstheilung, sprich Medikit oder Selfcare. Und dann, ja, bin ich mal echt gespannt, was das auch für Fähigkeitschecks sind. Ob das so ähnlich ist wie bei dem von, bei den Gens von hier Onryo. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es da noch nicht gespielt. Ansonsten, lass noch mal zu den Survivor rübergehen. Survivor. Können wir uns hier auch noch mal den neuen Survivor anschauen, Leute. Das ist Tori Kane. Ja. Auch wild, oder? Merciless Storm. Dankeschön.
Zählt das auch, würde ich sagen, ist ja eine Selbstheilung. Ich glaube, alles, womit du dich quasi dann selber heilen kannst, ja. So, und da haben wir natürlich auch wieder drei Fähigkeiten. Und zum einen die Beschwörung, wie ich schon gesagt habe, neue Beschwörung am Start. Tückische Krähen. Wenn du im Keller in der Nähe des Kreises bist, wähle die Taste für die aktive Fähigkeit 2, um mit der Beschwörung zu beginnen. Beschwörung brauchen 60 Sekunden, währenddessen sehen andere Überlebende deine Aura und können sich ihr anschließen. Sobald die Beschwörung abgeschlossen ist, gilt. Du wirst verletzt und erhältst den Statuseffekt gebrochen für den Rest der Prüfung. Das ist jetzt halt, wenn du beide Beschwörungen hast, natürlich viel geiler, weil dann hast du nicht mehr so einen krassen... Also, du hast ja mehr... Du kriegst mehr Stuff für die gleiche Bestrafung, weil gebrochen warst du ja so oder so schon. Das ist eigentlich ziemlich geil. Wenn sich ein Überlebender im Terrorradius befindet und der Killer eine Krähe aufschreckt, wird seine Aura für 2 Sekunden allen Überlebenden angezeigt. Wenn die Beschwörung abgeschlossen ist, wird dieses Talent für alle Überlebenden deaktiviert. Also ja, eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Wenn du das dann mit der anderen Beschwörung machst, wo die Generatoren dann einen Vorteil haben, ist natürlich hier doppelter Effekt so. Für einen gleichen Payoff ist auf jeden Fall nice. Wäre geil, wenn noch ein paar mehr dazukommen, so dass du einfach halt auf dieses Beschwörungsding so ein bisschen gehen kannst. Und dann haben wir hier noch den glatten Schnitt. Nachdem du einen anderen Überlebenden geheilt hast und während du von einem anderen Überlebenden geheilt wirst, kannst du die Taste für die aktive Fähigkeit 1 drücken, um den Statuseffekt gebrochen zu erhalten. Nach 60 Sekunden bist du wieder gesund. Dieses Talent wird nicht aktiviert, wenn du bereits unter gebrochen leidest. Der Effekt wird aufgehoben, wenn du in den Todesstatus versetzt wirst. Bei der Fähigkeit habe ich mich gefragt. Also angenommen, ich werde geheilt und drücke dann diese aktive Fähigkeit 1. So, dann bin ich ja in 60... Nee, halt. Ich heile jemanden. So rum. Ich heile jemanden, drücke die aktive Fähigkeit, werde gebrochen und in 60 Sekunden bin ich hochgeheilt. Aber bringt es mir da nicht mehr... Bringt es mir da nicht mehr, dass ich einfach mit der Fähigkeit von Jane spiele? Habe ich mich gefragt. Wenn du mit Solidarität spielst, heilst du einen Überlebenden ohne Nutzung eines Sunny-Kastens, während du selbst verletzt bist, heilst du dich auch mit einer Wandelrate von 70%. Dann müsste ich mich ja nur noch um 30% heilen. Und das geht ja deutlich schneller als 60 Sekunden. Oder? Keine Ahnung, ob Solidarität da nicht ein bisschen cooler ist. Ich meine, das Szenario wäre ja, der Killer muss ja quasi in der Zeit kommen, wo du die andere Person dann heilen möchtest. In der Zeit muss der Killer kommen und du musst wegrennen und in der Zeit nicht down gehen, dass du hochgeheilt bist. Kannst du das verwenden, wenn du gebrochen bist? Ich würde sagen nein, weil hier stand ja extra... Hier stand ja extra, dieses Talent wird nicht aktiviert, wenn du bereits unter gebrochen leidest. Also du kannst damit nicht deinen gebrochenen Status quasi umgehen. So, und dann die Last Schultern. Das ist auch noch die letzte Fähigkeit für die Survivor. Einmal pro Runde kannst du, wenn du nicht im Todeshaken-Status bist, die Taste für die aktive Fähigkeit 2 vor einem festgehaltenen Überlebenden drücken, um ihn zu befreien. Wurde er gerettet, verliert er einen Hakenstatus und du erhältst einen Hakenstatus. Außerdem schreist du und erhältst den Statuseffekt gefährdet für 20 Sekunden. Das ist auf jeden Fall mega nice, um diesem Tunneling entgegenzuwirken. Das ist halt quasi, wenn jemand am Haken hängt und du gehst hin und befreist ihn mit dieser Aktion, dann bekommst du quasi seinen Hakenstatus. Und dann ist es halt nicht mehr so interessant, den Typen zu tunneln. Bin ich mal echt gespannt, wie das so, ob das gespielt wird ab und an. Ja, aber es geht halt nur, wenn du nicht im Todeshaken-Status bist. Also im Prinzip könnte er dann ja hingehen und die andere Person tunneln. Weil der dann ja auch gefährdet ist für 20 Sekunden. Aber wenn er die 20 Sekunden durchhält, wäre er danach full life, ne? Bin mal gespannt. Kann auf jeden Fall interessant sein, das Teil hier. Oder auch, wenn der Killer irgendwie noch so ein bisschen in der Nähe rumherrennt, ne? Ich weiß halt nicht, da steht ja nur vor einem festgehackten Überlebenden. Also musst du den dann quasi schon vom Haken runternehmen oder nicht? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich musst du ihn wirklich per Hand so runternehmen und dann wechseln die beiden Dinger. Aber können wir gleich auch ausprobieren. Ja, ich würde sonst sagen, Leute, wir ballern mal eine Runde.
Ah, es ist sogar Mount Ormond geworden, aber die alte Mount Ormond Map. Direkt hinten in die Shack rein oder wo ist die Shack? Also Kommando ändern. Shack ist, ja, müsste da hinten sein dann, oder? Ja, da ist die Shack. Ah ja, da ist jemand. Die Person ist schon mal losgerannt. Und Doggo? Scheint jetzt nicht die erste Runde zu sein, die Leute gegen den spielen. Aber, oh, das war wild. Okay. Direkt gegrabbelt. Dann snacken wir uns den nach vorne. Ich würde jetzt meinen Painris noch nicht hergeben, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand schon so weit ist. Können wir uns hier lieber... Ah, guck mal hier. Wen haben wir denn da? So weit kommt der leider nicht, der Hundi. Okay, oh, okay. Schön ausgewichen, aber mir in die Arme gerannt. Ist, glaube ich, ein Trade, mit dem wir dann ganz gut leben können. Er ist da gerade stehen geblieben, offensichtlich. Oh, geil! Zack, da haben wir den nächsten. Ghostly. Okay, komm du mit. Der wurde jetzt zu einem Scourge-Hook, den wir jetzt gerade eben hatten. Und hier haben wir auch noch einen. Dann würde ich sagen, nutzen wir das jetzt auch. Die haben sich geheilt. Oh, da rennen sie noch. Einer ist schon in meine Richtung, ja. Guten Tag. Kann ich jetzt meinen Hundi direkt hinterher schicken? Let's go! Schade. Irgendwie war mein Hundi noch richtig aggressiv, hatte ich das Gefühl. Oh Gott, warte. Oh! Oh mein Gott. Geil. Wie krass zieht er die denn da weg? Oha. Und der andere wollte da helfen, oder wie? Oh, hallo, lassen Sie das bitte. Jetzt sind sie ja alle hier. Richtiges Slugging-Fest. Los, Hundi, jag ihn. Geh hinterher. Let's go! Oh, schade, okay. Da vorne kriegt er. So, komm du mal mit. Oh, hier ist jemand. Will das herausfinden, auch noch am Start? Ihr habt schon gesehen, wo der eine hingerannt ist. Die andere Person ist oben. Wir haben jetzt natürlich leider nicht die Fähigkeit dabei. So, ich würde einmal ihn hinten hinschicken. Um zu gucken, ob da noch jemand ist. Aber ich gehe hier rum, weil ich gesehen habe, dass hier jemand hergerannt ist. Ja, da war niemanden gesehen. Ah, hier sind aber Spuren. Ah ja, da. Okay. Gut, wenn Hundi jetzt nicht kommt. Da ist Hundi, aber ich muss es wahrscheinlich alleine machen. Achso, ich habe wieder das Falsche drauf. Oh, nice. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht gewesen, ne? Ach, guck mal, hat der Ghostly... Der hat gerade sich, glaube ich, ein Hookstate gesnackt. Kann das sein? Oh nee, was ist das denn? Ich glaube ja, da hat jetzt diesen gelben Hookstate da hängen. Seht ihr das? Das ist die neue Fähigkeit vom Survivor. Oh, sie bleibt einfach stehen, wenn ein Hund nach ihr gejagt wird. Alter, Mac ist einfach insane. Ich habe nicht mal gesehen, wo die hingegangen ist. Plot Twist, die ist stehen geblieben. Oh, ich wollte schon sagen, wenn der jetzt nicht trifft. Sehr gut gemacht, Hundi. Fein. Brav. Okay. Was machen wir mit ihmchen jetzt hier? Na, so geht's aber nicht. Dich sammle ich auf. Oh, was? Ich kann ihn schon killen. Weil der das Dingens gedroppt hat schon, oder? Okay, wir haben ja einen Mori extra mitgenommen, Leute. Dann gönnen wir uns den Kill natürlich. Los, Carly, schnapp ihn. Okay. Die already, Hedgeborn Fool. Das Mori, also ich würde es auch ein bisschen mehr fühlen, wenn das Mori
wenn der Hundi noch mehr machen würde. Bei dem Mori. Los, Hund! Schnapp sie dir! Sie ist da vorne wieder. Was? Wieso bist du hängen geblieben? Es ging ja wohl weiter als das, was du jetzt gelaufen bist. Erzähl doch nichts. Schafft sie nicht. Okay, komm mit. Wir haben ja sogar einen Scourge-Hook direkt. Brauchen wir den, ist die Frage. Ich wandle den einfach mal um. Obwohl, ganz ehrlich, wenn ich in der Nähe bin, ich glaube, das Umwandeln hätte sich jetzt gar nicht gelohnt. Weil ich verliere dadurch jetzt ja gerade nur Fähigkeiten. Ich sollte, glaube ich, wirklich, wenn es geht, sollte ich, glaube ich, einfach immer meinen Scourge-Hook benutzen. Oh, hier ist schon jemand. Was ist denn mit ihm? Yeet. Ach, guck mal. Ich krieg aber direkt... Oh, nice. Ich kriege direkt Fluten des Zorns getriggert. Weil das rechtzeitig noch zu einem Scourge-Hook wird. Interessant. Hat die dann jetzt wohl auch... Das wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob sie auch die andere Fähigkeit schon drauf bekommen hat. Die ist hier oben. Der sich selber befreit? Nee. So. Ah, schade. War es im Weg. Da hinten rennen die in die Map-Ecke. Als ob. Wer war denn jetzt am Haken von den beiden? Ich weiß es nicht. Du wärst doch vom Hund angegriffen. Oh, die ist einfach reingerannt. Kriechen irgendwie alle so schnell. Ich hab gerade mal meinen Hundi losgeschickt. Da sind die schon irgendwie über die halbe Map rübergekrochen. Warum hängt mein Hund jetzt hier? Da ist er. Okay. Fine. Manchmal ist das ein bisschen merkwürdig mit dem Zielen. Oh, nice. Der Hund hat sie noch gefunden. Haben noch Killerinstinkt bekommen. Lustig. Wie der Hund einfach... Wie der Hund runtergefallen ist, dieses Plopp. So, wir bleiben mal bei Fass. Die anderen heilen sich wahrscheinlich. Mac ist auch geheilt. Da hinten rennt jemand. Yo. Einfach 2 Meter neben ihm lang. Und ein bisschen mitarbeiten. Ja, geht doch. Aua. Wir sind zu früh geschlagen. Ich nehme sie hier runter, weil ich natürlich das Mori machen will, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und dann... Gönnen wir uns das. Ich auf der Treppe wäre wieder verbuggt gewesen. Okay, es ist auch hier verbuggt. Hab nichts gesagt. Was trete ich jetzt kaputt? Hat trotzdem das Gesicht. Hund, geh da weg! Hab Angst, dass ich meinen Hund trete. Er bellt, aber da ist niemand. Tja, wo würde ich mich verstecken? Da wahrscheinlich. Finde die Ratten! Niemand. Hier war jemand wieder dran. Oder habe ich den gar nicht zurückgesetzt? Survivors! Where you at, bros? Crazy, dass wir noch gar keinen Generator fertiggestellt haben, muss ich sagen. Da sind sie doch.
Ich kann den Hund, glaube ich, jetzt nicht selbstständig wieder zurückholen, ne? Oh. Nein, da ist er wieder. Ich glaube, hier, der Juke, den wird sie nicht schaffen. Oh! Okay, Mori. Yes, Mori. Diesmal aber richtig. Ich will Hunde-Action sehen. Dankeschön. Wenn ich schon das ganze Mori nicht mit Hundi-Action kriege, dann wenigstens den Part, für den ich bezahlt habe. Ja gut, es wurde, glaube ich, ein Offering gedroppt. Na, GG! GG, wilde Runde, Leute. Wir haben keinen Generator verloren. Und es hat sogar ein bisschen geklappt mit der Fähigkeit, muss ich sagen. Wild, Alter. Haben sie gerade von der Arbeit scheiß Tag gehabt und dann sollte ich auch noch irgendwelche YouTube-Kacke für mich schneiden. Aber das wäre halt richtig nice, ne? Wenn da jetzt jemand am Start wäre, der das mir abnehmen könnte. Also ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo die wohl spawnen. Deswegen bleibe ich mal im Fasskommando. Ich könnte natürlich auch jetzt theoretisch sagen, er soll dort hinten hinrennen. Und dann gehe ich auf der Spur hinterher. Weil ich da ein bisschen schneller bin. Boah, Alter, der Hundi, ey, wie ist denn der da runtergejumpt? Hallo, lassen Sie das bitte. Bin mal gespannt, ob irgendjemand nochmal die Beschwörung machen wird. Da hinten war jemand, habt ihr gesehen? Der ist jetzt gerade wieder an den Generator rangelaufen. Kommt er mir in die Arme gerannt oder nicht? Nee. Balance? Nee. So, ich frage mich halt. Ich würde jetzt hier. Ah, ich habe Suchkommando noch. Hi, C. Verkackt. Ah, verdammt, ich habe das jetzt wieder nicht. Ich muss die rechte Maustaste, glaube ich, erstmal loslassen. Ich probiere das gleich nochmal in der nächsten Jagd. So, auf einer Map wie hier ist es natürlich geil. Okay, jetzt habe ich hier einen Scourge-Hook zum Glück. Aber auf so großen Maps ist natürlich geil, dass du dir jetzt Scourge-Hooks erstellen kannst, ne? Ist schon sehr, sehr cool. So, der Generator war es nicht. Der da war es. Oh nein, Hundi. Na gut, immerhin ist jetzt wieder schnell bei mir, wa? Ah, jetzt hat jemand, Leute, jetzt hat jemand wirklich das Dingens gemacht. Da unten. Ich sehe es. Müssen die beide machen erst? Das ist nicht ein Ritual scheinbar. Okay, die Person weiß noch nichts von ihrem Glück. Die kriegt meinen Hund auf sich gehetzt. Was ist mit dir? Okay, geil. Wild. Ach, guck mal, das wird mir jetzt scheinbar angezeigt dann. Ich hänge dir jetzt einfach schnell hier auf. So, und jetzt würde ich Suche da hinten hin machen wollen. Komm schon, ziel doch auf den Gen. Manchmal triggert das nicht. Damit ich hinter ihm herlaufen kann. Wenn ich ein bisschen schneller bin. Da sind noch Leute. Hallo. Hinten wurde schon gerettet, Leute. Da muss ja noch eine zweite Person da drin gewesen sein. Hey, wait, warte mal. Ich kann. Ach, kann ich den Hund, kann ich selber steuern oder was? WTF? Als ob ich das jetzt erst merke. Das muss ich gleich nochmal machen. Ich muss dann rechtzeitig Rechtsklick drücken, scheinbar. Boah, das ist aber schwierig. Das war mir jetzt. Ey, geil, guck mal da. Jetzt sieht man da unten die zweite Dingens noch angezeigt. Okay, ich habe gedacht, man macht die Beschwörung einfach direkt. Direkt beide. Habe ich irgendwie erwartet, wenn ich ehrlich bin. Na gut, wo sind die denn jetzt? Ah, scheiße, hier vorne war jemand. Ärgerlich.
Komm in meine Arme. Ich kann nicht glauben, dass das geklappt hat. Ich muss gleich nochmal den Hund losschicken, Leute, weil ich das wirklich wild fand gerade. Okay, das ist dann der nächste Scorch-Hook, den wir uns holen. So, dort ist jemand. Und oben. Das ist echt merkwürdig mit dem Zielen. Guck mal, das hat jetzt erst getriggert, aber dann auch wieder nicht. Der hat ihn nicht gesehen? Wo hat die Person sich wieder versteckt hier, Schlingel? Hä? Okay, warte mal, das raff ich ja gerade noch gar nicht. Okay, 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 okay. Leute, ich habe hier gerade jetzt... Ich habe die Fähigkeit in der ersten Runde, glaube ich, eben noch gar nicht richtig genutzt. Und da hat die schon relativ gut funktioniert. Jetzt verstehe ich auch, warum eben jemand meinte, dass es ihn so ein bisschen an die Twins erinnert. Weil ich scheinbar ja den Hund noch steuern kann. Aber Junge, Alter, so Reflexe habe ich nicht mehr mit 38. Wie schnell soll ich denn reagieren? Wir könnten sich hier noch heilen irgendwo. Nimm das mal weg. Hey Ronja, moin. Okay, hier ist jemand. Ist aber von hier weggelaufen. Oder? Nee, doch nicht. So. Ah, okay, ich kann nochmal. Okay, ich kann den Hund dann noch einmal anhalten. Quasi. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Der ist wieder zurückgelaufen. Ich kann den Hund... Catch. Ah, jetzt hat er ihn schon erwischt. Okay, der haut ab. Dann sammeln wir den auf. Es wurde auch wieder ein Hook-State geswitcht. Auch nochmal wieder ein bisschen besser drauf achten. So, hier haben wir auch den Scorch-Hook bekommen. Oben ist noch jemand. Was ist, wenn ich den Hund jetzt da hochschicke? Ach, okay, ich muss mich gar nicht beeilen. Ich kann einfach... Alles klar, ich kann da quasi einen Moment stehen. Oh mein Gott, das ändert ja alles. Okay, Leute, ich muss überhaupt gar keine Panik schieben. Aber jetzt ist er da hängen geblieben. Scheiße. Hängen geblieben. Zum Glück ist die Person einfach runtergehüpft. Mein Hund ist jetzt irgendwie da stuck gerade. Step bro, help, I'm stuck. Okay, da kommt mal wieder ein Haken hier rein. Ey, Franzi, dankeschön. Sie haben einfach zwei Support-Subs raus hier. Vielen, vielen Dank. Okay, da hinten ist jemand. Dann gehst du hin. Und ich gehe der Spur hinterher. Interessanter Laufweg. Okay, okay, wir machen das. Kein Problem. Niemand da, offensichtlich. Kann ich da auch noch irgendwas machen, was ich noch nicht gemacht habe? Frag für einen Freund. Okay, pass auf. Das macht die Hundefähigkeit aber ein bisschen geiler noch, muss ich sagen. So, dahinter ist er. Und jetzt schicke ich ihn los. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Oha. Okay, Leute, das... Das ändert ja alles. Das... Ey, wie wild. Okay, okay. Das habe ich so überhaupt nicht gelesen in der Beschreibung. Bestimmt wieder falsch aufgeschrieben im Deutschen. Da kannst du ja noch ein paar coolere Dinge dann sogar mitmachen. Guck, und deswegen liebe ich das, wenn wir das einfach im Stream machen. Ist ein bisschen schade, weil dann kommt das YouTube-Video halt ein bisschen später, ne? Sorry an die YouTube-Leute, falls sie die Runde sehen. Aber dann seht ihr einfach so richtig live, wie doof ich mich doch dann manchmal anstelle. Und ihr könnt mir Tipps geben, weil wer weiß, ob ich es ohne den Tipp überhaupt gerafft hätte. Den Hit mache ich jetzt im 1. Und dann schicke ich Hundi direkt hinterher. So. Nochmal. Oh, schade. Die ist rechts rein, ne? Okay, Hundi, komm her. Na.
wirklich umgedreht, damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Nochmal mache ich keine Mindgames. Neben mir macht übrigens jemand den Djinn. Okay, ist weggegangen. Hättest du natürlich eine Suche starten können, auch theoretisch, ne? Ah. Leider nein. Okay, damit müssten dann alle Dead on Hook jetzt sein, right? Wenn ich jetzt Rechtsklick mache, passiert aber nix. Guten Tag. Shaq muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser spielen nächstes Mal. Ach, da ist keine Treppe, wa? Okay. Manchmal ist der Hund ein bisschen hängen geblieben. Passt ja zu mir dann. So, ich gebe euch das Mori diesmal, Leute. Davor habe ich es leider verpennt. Sorry. Deswegen, Mori-Action, gönnt euch. Oh, wieder zensiert. Na moin. Okay, wild. Also ja, ich kann ja hier wieder gehen. Da ist sogar jemand diesmal. Gut gemacht, Kali. Bin zu sehr drin. Was? Habe ich nicht weiter nach links gezielt? Okay, okay. Scheiße. Man muss da noch ein bisschen besser mit werden. Da noch mal hin. Da ist einer, da ist einer. Ist er nach hinten links gegangen. Ach guck mal, das ist aber so wild. Na, der ist hier 2 Meter daneben und der Hundi kann ihn nicht wittern, ey. Ist aber ein schlechter Spürhund. Also wenn der jetzt irgendwie mal so eine Vermisste finden soll oder so, ey, RIP. So. Dich nehmen wir mit. Und diesmal gehe ich aus dem hohen Gras raus. Leute, wir wollen ja keine Pokémon jagen, von daher können wir hier unseren Mori machen. Da kommt der andere, kommt auch noch. Nice. Hallo, guten Tag. Ich werde meinen Hund auf dich jagen. Oh mein Gott. Ja, mach ihn fertig. Nice. Okay. So, Luken Gaming. Wer die Luke findet, hat gewonnen. Eigentlich müsst ihr euch ja das Mori gönnen, oder? Ah, ist PTB. Man muss auch mal gönnen können, Leute. Es sei denn, man findet die Luke. Hm. Okay, 50-50 Chance. Hallo. Willst du sterben? Willst du das Mori sehen? Ja? Okay. Dann machen wir es. Dann zeigen wir dir das Mori. Gönn dir mal was. Viel Spaß. Oh, guck mal hier, ey. Als ob man so unterm Bett sitzt und beobachtet, wie jemand vor ihm zerfleischt wird. Wer kennt's nicht? Was ist mit ihrem Gesicht passiert? GG. So, das soll es ja noch gewesen sein für heute. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, Leute. Wie gefällt euch die neue Killerin? Und lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall auch gerne ein Like und einen Kommentar da. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Dankeschön natürlich auch an die Jugendstilfee für den krassen Support. Ich bin raus, Leute, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.